Moin und rein da. Abfahrt. Ja, wir sind heute bei JP Performance zu Besuch und da freue ich mich sehr drüber. Wir werden heute ein bisschen abchillen, er wird uns ein bisschen was über sich erzählen, schöne Autos zeigen, wir werden was essen gehen. Ich will nicht sagen, es ist eine Rarität, hier zu sein, aber hier mit einem Livestream zu sein, ist auf jeden Fall eine Rarität und ich freue mich sehr, dass JP das klar gemacht hat. Jetzt ist der Mann am Start. Jetzt sind wir besser. Bro, der Verkehr war Katastrophe. Willkommen, Rudi. Aber jetzt habe ich eine ganz spektakuläre Frage, ganz spontan. Ja, gut. Ganz spektakuläre Frage. Ja. Welches Shampoo benutzt du? Ich nehme Bremsenreiniger. Ja. Mit Feuer. Ja. Frisur und waschen in einem. Oh mein Gott. Er hat ihn zum Laufen gebracht, Digga. Alter, ist das so laut, Digga. Das ist ja dieses wirklich unangenehme Laut. Also eine Person kennst du nicht, wenn du möchtest. Wo ich echt enttäuscht war. Ich hab auch eine. Okay, alles klar. Fang du. Na, soll ich anfangen? Ich fang an. So ein Typ, der Autos macht, der hat mich echt enttäuscht. Der macht Jet-Tuned Autos. Der hat da keine Haare. Ja. Da habe ich mir so gedacht, Digga, hätte ich mal den, nicht privat kennengelernt. So, der hat. Das ist eine Corvette, oder nicht, ne? Oder sehe ich das. Ja. Warum lachst du da? Das ist eine Viper, ist keine Corvette. Ist das nicht das gleiche? Puh. Corvette, half of the motherfucking jet like that. Erstmal moin, JP, grüß dich. Nee, der hört dich nicht, Digga, aber alles gut. Also, okay. Weil das Brot habe ich selbst gemacht. Also, das war auch ein Riesenkampf. Dann waren wir beim Bäcker und dann war das ein Riesenakt. Dann sagte er, Herr Krämer, ich mache die Backkunst schon seit 20 Jahren. Das, was Sie da zusammenmixen, das ist kein Brot. Und dann sage ich, das ist schön für dich, Digga. Juckt mich aber nicht. Ich will, dass das so ist. Mhm. Weil für mich war wichtig, dass wenn man den Burger isst und die Soße dementsprechend drauf ist, das Brot einfach nicht aufgibt. Mhm. Und dass das Brot auch einen gewissen Eigengeschmack hat und auch eine gewisse Masse hat beim Essen. Und nicht einfach direkt so ein Schwamm ist. Ich habe das Video gesehen. Das geht vorwärts. Der Turbo macht ja. Yeah, das geht richtig zur Sache. Wie war das Geräusch? Das kann ich nicht jetzt nochmal machen, das war eben aus dem Herzen. Die Leute sind eher sauer, wenn es zu kurz ist. Ja. Das hörst du öfter. Nee, das höre ich nicht, nein. Also, wir wollen jetzt nicht in die Thematik reingehen, aber damit habe ich zum Glück noch nie Probleme gehabt. Aber ich habe Probleme damit, dass er zu klein ist. Ehrlich? Tja. Was willst du machen, dann? Keine Chance. Aber es ist möglich. Geht, ihr. Ihr stinkt mit euren 40.000 Punkten. Ist der Quack? Oh nein! Wir sind nicht so weit weg von mir. Das ist nur noch echt im Rahmen. Mann, Digga, Sahne bleibt stehen. Du, Sohn, guck mal. Rohrt, Real Ehrenmann, FR. Ja, FR, Digga, erstmal dickes W rein für Rohrt. Oh, dickes W, oh. Digga, wie gerne wäre Rohrt ein Ami, ja? Wie gerne wäre so gerne ein Ami, ne? Wie er sich da anzieht mit seinen Plateauschuhen, 50 cm. For real, Digga, W, Digga. Oh, for real, dickes W. Dieses simple, wenn jemand schießt, tot schießt, kann er dich nicht töten. Ich scanne voraus. Deswegen Peak! Er kann nicht zwei Leute gleichzeitig anschießen! Warum kriegst du es nicht in deinen Kopf? Bitte, Jungs, mit mir. Ich komm mit. Der Profi, Digga! Der Profi! Oder das Timing. Schade. Oder. Ein Gegner übt. Warum, Mann? Ich werd gleich auch wieder. Du respektierst. Von Bastard Peters Pace? Mickey! Ich komm da drin, Digga! Ich gib dir mein Geld! Söhne! Es sind Söhne! Digga, hier ist eine spanische Party! Hier geht's ab, Jungs, wir wollen von Spanisch! Jungs, ich bin weg! Griechischer Wein! Ich mach dich nicht!
Ein Falschparker, den ich halt als Privatperson erfasst habe und der ist nicht damit einverstanden, dass ich ihn erfasst habe. Und da hätte gerne die Polizei dazu. Ein paar Tische aus und ein und jetzt kommt dieser Vogel hier an und fotografiert hier offensichtlich. Es gibt eine Anzeige. Ja, ich hab einen Call, der hat sogar schon seine Eltern angezeigt. Willst du nicht mal Arbeit suchen oder so? Arbeit. Such dir doch mal eine Arbeit, Mensch, du Schwein. Harte Schwein, Alter. Apropos. Warte, geh ab, du Vogel. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Ey, das kann nicht echt sein. Also, die dürfen nur nicht stehen. Da gibt eine Anzeige. Oh. Sieben Falschparker auf einen Schlag. Oh, da kriegt ihr mal einen ab. Am Ende des Tages ist der Typ einfach ein unfassbar armes Würstchen, Digga. 12 Uhr ange... Dann ein Unfall. Oh. Das Dienstfahrrad ist umgefallen. Boah. Ein Kratzer. Oh mein Gott. Geil! Das ist ja... Das ist toll! Oh mein Gott! Hallo! Papa und Mama, wie heißen Sie? Sarah und Yahya. Yahya und Sarah. Heute kleine Ausnahme gemacht. Der Onkel Jens passt auf. Morgen Schule auch mal zur dritten Stunde gehen. Kein Problem. Zeig mal das mit der Hand. Oh. Das ist so Hand! Auf der anderen Seite ist so Hand! Freestyler! Rock the microphone! Stunless! Ja! Wichtig! Hey, Schiri, schlafen! Runter mit dem! Mach auch mal in die Dusche schicken, Junge! Auch da. So was der Pfeif jede Scheiße. Normalerweise nicht auch in dem Modus Fair Play und so, wenn Gegner, wenn man Abstoß hat und so die Zeit gestoppt. Also am Ende kann man das schon mal machen, ja. Eine Minute wurde nicht gestoppt. Ja. Auch diese Elfmeterregel, ja. Ja. Der Torwart hatte eben auch bei der Situation, wo wir Elfmeter bekommen haben, war auch mit beiden Beinen draußen, auch mal wieder keinen Elfmeter bekommen. Die Schiris sind richtig. Die pfeifen jedes Mal wie die letzten Idioten. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir absolut recht. Lieber nicht widersprechen in dem Moment. Einfach mal, weißt du, da muss auch Max Kruse einfach mal